Gut, so meine Die Herren, Augen ich stelle auf mich den mal frei. hier nah ran, damit jeder sieht, wenn ich was auf der Karte zeige. Zu nah. Hier, so. Also, meine Herren, willkommen in Bola Bongo. Die Situation hier ist wie folgt: Eigene Truppen haben sich im Stadtgebiet Bola Bongo praktisch eingebunkert. Wir haben hier an sämtlichen Ausgangsstraßen Straßensperren, also hier an diesen, an den Hauptkreuzungen, um ja, angreifende Milizen zurückschlagen zu können. Das Stadtgebiet selber wird extrem stark patrouilliert durch eigene Truppen und Fahrzeuge sowie also gepanzerte Fahrzeuge bis hin zum T-72 sind ebenfalls im Stadtgebiet im Einsatz. Einfach nur, um ein Vorrücken von Milizen in die Stadt zu verhindern. Feindsituation ist wie folgt. Alles, was außerhalb des Stadtgebietes ist, ist als Feindgebiet anzusehen. Wir wissen, dass im Süden die Milizen bis auf die Al-Arafat-Höhen vorgedrungen sind und von dort auch regelmäßig Beschuss auf die Stadt vornehmen. Vergeht kaum mal ein halber Tag, in dem es keine Attacke durch Mörsergranaten auf das Stadtgebiet Bola Bongo gibt. Ja, jeweils Osten und Westen hinaus durch das relativ offene Gelände und die Möglichkeit, dort das Gelände mit Panzern einzusehen und zu beschießen, sind die Milizen noch nicht ganz so nah herangerückt. Außerdem ist es bisher noch nicht so weit, dass die Milizen den Flughafen im Westen eingenommen hätten, auch wenn sie das weiterhin versuchen. Die Lage der Zivilisten ist so: das Stadtgebiet Bola Bongo ist weiterhin von Zivilisten bevölkert. Die Zivilisten sind natürlich verängstigt und viele versuchen, die Stadt auch Richtung Süden zu verlassen und versuchen über die Hauptverkehrsader hier Nord-Süd die Green Zone im Süden zu erreichen, die dort UN, US- und Bundeswehrtruppen mittlerweile errichtet haben. Kontakt zu den UN-Truppen besteht derzeit nur per Funk, da selbst Flugzeuge aufgrund der unsicheren Lage am Flughafen nicht zu uns vordringen können, Hubschrauber schon gar nicht. Die Milizen sind da relativ gut ausgestattet mit Flugabwehrraketen sowie Flugabwehrgeschützen vom Typ ZSU 23. Deswegen kommen derzeit noch keine unserer verbündeten Truppen aus dem Süden bis zu uns. Ihr Auftrag, meine Herren, ist heute Durchführung einer Patrouille und diverser Kontrollen im südlichen Stadtgebiet, namentlich die Viertel Halal, Mulatia Haram und En Al-Harak. Warum das Halal-Viertel so heißt, das ist einfach so: hier ganz im Westen ist eine Fleischerei, die dem Viertel ihren Namen gegeben hat. Durchgeführt wird das Ganze per Fußpatrouille. Bitte seien Sie auf Ihrem Weg aufmerksam, sehr, sehr aufmerksam. Ich würde Ihnen raten, die Patrouille nicht im Laufschritt zu absolvieren, sondern wirklich lassen Sie sich Zeit, legen Sie zwischendurch Stopps ein, um die Umgebung zu beobachten, insbesondere Beobachtung Richtung West, Richtung Fort Kofra, Richtung Südwest und auf die Al-Arafat-Höhen. Suchen Sie sich ruhig unterwegs immer wieder Stellungen, in denen Sie dann Beobachtungen in diese Richtung durchführen. Kontakt mit feindlichen Kämpfern ist natürlich zu melden. Die Patrouillenroute verläuft wie folgt: Wir befinden uns am Krankenhaus hier im westlichen Teil von Bola Bongo. Sie bewegen sich Richtung Süd, schwenken ein nach Ost um den Stadtteil Mulatia Haram. Die Straßen sollten Sie auf jeden Fall ebenfalls abdecken. Danach geht es hier über das Viertel En Al-Harak bis zur Straße und danach, wenn alles nach Plan verläuft, Rückkehr zum Krankenhaus. Ja, wie gesagt, Durchführung, Patrouille zu Fuß und weiteres entsprechend der Squadleitung.
Die Funknetzverteilung ist wie folgt. Der Obertalk ist Kanal 3. Die beiden Fireteams haben Kanäle 1 und 2. Ein Rufname kann gewählt werden durch die Squadleitung. Obertalk, wie gesagt, 3. Verbindung zum TOC über 65.5. Unterstützung ist wie folgt: sowohl Munitionslieferungen als auch Unterstützung durch bewegliche Arzttrupps kann im Stadtgebiet erfolgen, muss dann eben angefordert werden über TOC und wird dann ausrücken zu ihrer Position, um sie entsprechend zu versorgen. Luftunterstützung und Artillerieunterstützung aufgrund des urbanen Geländes nicht. Unsere Kampfhubschrauber sind zum Teil absolut nicht einsatzfähig und außerdem haben sie nicht die Waffenkapazitäten, die ein amerikanischer Apache-Kampfhubschrauber hat, sind daher leider im Stadtgebiet haben mehr Nachteile als Vorteile, deswegen keinerlei Luftunterstützung. Unterstützung durch Patrouillen in der Stadt kann natürlich ebenfalls angefordert werden, falls das denn notwendig sein sollte. Wie gesagt, Meldungen über Vorkommnisse, über Kontakt mit Feindeinheiten und so weiter an das TOC und während der gesamten Patrouille bereithalten für entsprechende eventuelle Anfragen durch TOC und andere Einheiten. So, gibt es soweit Fragen? Gut, dann kommen wir zur Ausrüstung. Durch den lang anhaltenden Konflikt und die mittlerweile wirklich sehr kritische Situation, dass wir hier sehr eingeschlossen sind, ist unsere Ausrüstung, insbesondere was Technologie angeht, sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben leider keinerlei GPS-Geräte zur Verfügung. Ebenfalls Sichtoptiken für die Waffen sind nur sehr spärlich zu haben. Wir haben die Möglichkeit, hier in dieser Richtung Munition und medizinische Versorgungsgüter aufzunehmen. Ansonsten haben wir leider an Ausrüstung nur das, was Sie bereits ausgegeben bekommen haben und am Mann tragen. Finden wir Ohrstöpsel vor? Ohrstöpsel sollten Sie eigentlich am Mann haben. Ansonsten, ich werde mal schauen, ob die Doktoren hier im Krankenhaus noch Ohrstöpsel haben und werde welche mit rausbringen. Darf ich nochmal den TOC-Kanal erfahren? TOC-Kanal ist die 65.5. Weitere Fragen? Gut, dann meine Briefing mit den Reservisten erfolgt separat, oder? Ja, die kommen jetzt gleich einfach mal mit mir ins Krankenhaus rein. Eine Frage, wenn ein Großangriff passiert, sollten wir die Stellung halten, ist das richtig? Positiv. Falls ein massiver Angriff der Milizen erfolgen sollte, verziehen Sie sich, also versuchen Sie Ihre Stellung so gut wie möglich zu festigen und zu halten. Meldung machen, Gegenangriffe dann nur auf Anweisung TOC. Schon. Sollten Sie natürlich im Stadtgebiet von Milizen angegriffen werden und Sie haben die Möglichkeit, den Feind effektiv zu bekämpfen, dann selbstständig tun. Gut, Fragen? Alles klar, dann das Squad einmal bereit machen. Denken Sie daran, sich in die Gruppen entsprechend einzusortieren. Achtung, Tullis! Ja, ganz ruhig, die tun uns hier nichts. Entsprechend jetzt in Gruppen einsortieren und Abmarschbereitschaft herstellen. Vorher dann Meldung beim TOC über den Rufnamen. Auch den Funkcheck innerhalb des Squads nicht vergessen. Und ja, genau, dann Abmarschbereitschaft melden beim TOC. 50 bis 100 Meter hinter Trupp 1 hinterher dann. Okay.
Ihr seht im Südwesten auch schon leicht auf der Anhöhe eine militärische Anlage, die sollen wir prüfen. Für Sie, es werden Schüsse und dort dann Stellung beziehen, rundum scannen. Zwei steht. Ja, könnt los. Zwei steht. Zwei läuft. Jetzt geht los. Vier läuft, ganzer Trupp läuft. Oh, Leggy! Alles klar. Sollen wir ein Lied anstimmen? Nein. Mit zwei Lieder anstimmen. Na, noch zur Orientierung. Wo war der? Die Stellung? Du siehst doch rechts hinter der Feuerwache in der Ferne dieses große Gebäude mit Mauern drumherum, da wollen wir hin. Verstanden, über die Straße oder auch Feld? Wir haben hier rechts Slum-Gebäude, dahinter gehen wir direkt hoch. Also ich habe jetzt nur Sprenggranaten dabei, die fahrzeugbrechende Munition und zwei Rauchgranaten. Ja, wird schon reichen. Naja. Warum bist du eigentlich der Einzige, der die grüne Uniform gekriegt hat? Weil meine mal gewaschen wurde. Ja. Ich bin froh, ich wohne nicht mehr zu Hause. Außerdem kann der Feind besser erkennen, wer hier der Anführer ist. Mhm. Ich behalte mir schön die Umgebung im Auge. Im Rucksack habe ich noch ein paar Magazine eingesteckt, ne? Ja, vor dem BTR dann rechts hoch. Verstanden. Alpha 1 verlässt in Kürze die Straße Richtung West zu Posten 0. Möglicherweise Feinde in dem Gebiet. Geh rechts rum. Achtet auf Freund-Feind. Erstmal ran an die Mauer. Rot links, blau rechts. Geht das auf? Kloster habe ich dreimal nur. Nee, aber diese Tür geht nicht auf, muss die andere Seite rein. Okay, ich check kurz die möglichen Eingänge. Wir haben Eingänge hier und im Süden. Okay, dann gehen wir hier rein. Beide gleichzeitig rechts, links einklicken. Ich sichere Mitte dann. Nee, du folgst. Bereit. Und. Go. Okay, lang runter, sieht gut aus. Zelte rechtzeitig. Schüsse. Bunker prüfen. Prüf die Bunker, wenn es einen Eingang gibt. Bunker sauber. Ah, hier bist du. Achtung, geh in den großen Gebäude rein. Noch zwei Zelte im hinteren Tal im Nordwesten. Ja, prüfen. Gehst du rechts rum, ich links? Es ist Zelt sauber. Von meiner Seite. Von mir auch. Potenziell auf den Bergen im Süden irgendwo ein Scharfschützen, also wenn es hier irgendwo einschlägt, griff runter. Sieht sauber aus. Compound vollständig prüfen, anschließend Stellung beziehen im Gebäude, Umgebung absuchen. Zelte und Bunker hier hinten sind sauber, auch der hintere Teil des Compounds. Na check, dann helft hier mit im Hauptgebäude. Nee, warte. Ah, ich komm gleich nach. Jo. Was hast du? Können wir laufen? Okay. Live, wir gehen noch auf dem Dach und dann ist alles soweit sauber. Alles klar, dann blau ausrichten Richtung Süd, rot wird Nord über West übernehmen. Jo, ich gehe dann an. Im Gebäude oder auch unten?
Mit der RPG machst du am besten Sinn wahrscheinlich unten, mehr amtliche Ansicht. Das meiste Sinn mache ich am Dach, da kann ich in jede Richtung schießen. Ich nehme Feldstecher. Potenzieller Scharfschütze im Süden, keiner aufs Dach. Dann bleibe ich hier unten. Ja, du versuchst dann Moskito im Blick 2, ne? Jo. Ist das Gebäude Richtung Süden auf der rechten Seite kontrolliert worden? Oh, negativ. Wirf nochmal fix einen Blick rein. Links noch ein Zivilist südlich, kommt ein Hang runter. Schüsse aus Süden. Schüsse auf uns aus Süd, ab in Deckung. Alpha 1 hört kommen. haben uns im mehrstöckigen Gebäude verschanzt. RPG-Schütze befindet sich außerhalb. Haben aber aktuell Schuss aus Süd bekommen. Womöglich Scharfschütze kommen. Ich sehe da nichts im Süden. Live, hab den Scharfschützen ausgemacht. Darf ich Feuer eröffnen? Wo ist er? Halten. Prüfen aktuelle Lage. Fabian hat gemeldet, Scharfschutz wurde ausgemacht. Sollen wir versuchen zu bekämpfen? Wo? 150. Was? 150? Ja, auf dem Berg. Verstanden, Ende. Ja, abklären, wo der ist. Zwei Schützen ausrichten, dann bekämpfen. Der ist bei 150 auf dem Berg. Er hat sich jetzt hinter die Steine verbieselt. Unterlauf. Zu weit. Welchen Stein? Rechts oder links? Links. Große Steinformation hier. Und da die Tracer hingehen. Da die Tracer hingehen, oder was? Ja. Okay, ich habe da einen Baum im Weg, ich stehe mal auf. So sehe ich den Stein besser. Zur Not noch eine Etage höher. Mörser, Mörser, Köpfe runter, Kreuze. Mörserbeschuss geht auf Halal. Scharfschütze scheint sich komplett zurückgezogen zu haben. Alpha hier, Alpha 1, komm. Unseren RPG-Schützen hat es gerade mit einer Granate im absoluten Nahbereich erwischt. Werfe absolut unbekannte Position, komm. Negativ, aber schwer verletzt. War schon jemand auf dem Dach? Ja, waren wir. Ja, verstanden. Also unten ist nichts rechts. Na, ja, du gib dich mal zu Moskito und hilf ihm. Jo. Bin dicht. Informationen an. Achtung, Kreuze. Alles klar bei dir? Nee, jetzt schon. Aus unserem Sichtbereich raus. Warst du schon in dem Gebäude da? Ja. Das da? Ich war da. Okay. Vermutlich Feindkontakt rechts. Rechts gibt es nicht, Richtung. Südwest. Feinde auf, Südwest, komm über den Hügel. Sicht. Fahrzeug war kein SUV, war schwarzer Humvee. Stellung einnehmen Richtung Südwest. Feinde bekämpfen, wenn nötig. 220 Grad! Unterlauf! Ja, haben wir bekämpfen. Haben wir bekämpfen, wenn möglich. Seht denn jemand noch, den haben wir? Ja. Wo? Ich höre nur. Der Humvee ist leer. Dann sind die ausgestiegen, Augen auf. Er fährt weiter, er fährt weiter. Oh. Feinde bekämpfen.
Ja, positiv. Achtung, Unterlauf Richtung Südwest. Ich sehe einfach gar nichts. Südwest. Genau, gerade zwei bitte. 230, 240. Erneute Unterlauf Richtung 240. 11-1 hat verstanden, von uns aktuell im Feuerkampf mit Truppen aus Südwest kommen. Ich sehe da immer noch nichts. Rennen da eigene Richtung Süden auf dem Hügel rum? Würde mich wundern, aber dennoch vorsichtig überprüfen. Ja, der ist schon auf dem Weg. Da rennt was rum. Siehst du's? Hier oben im Gebäude. Aber siehst du Richtung Süden da am Hügel? Für mich sieht das theoretisch nach einem eigenen aus. Aber der schießt in unsere Richtung. Der mit der SVD in der Hand, ohne Helm. Richtig. Alpha hier, Alpha 1 kommt. Wir haben im Süden einen einzelnen Schützen, SVD mit Visier, Rucksack, kein Helm, aber ähnlich Uniform wie wir. Feind oder Freund kommen. Bekämpfen. Scharfschütze. Scharfschütze ist bekämpft. Kaut. Achtung, weiter links am Hügel noch ein Zivilist. Warum zum Henker rennt da jemand von uns rum? Was? Blue Blue oder was? Ja, positiv verarztet aktuell Moskito. Komm. Ja, check Dean als Overwatch. Ende. Okay, wir halten hier vorerst die Position Status Moskito. Ist wieder grün und einsatzbereit. Ja, verstanden. Geh dann wieder runter. War das Blue und Blue gerade? Ja, aber gesegnet von Alpha, also nicht unser Fehler. Hallo. Hallo. Okay, wir treffen uns am östlichen Ausgang. Auch schon, okay. Kommst du? Ja. Ah, du bist ja im Bunker, stimmt. Hast du bist runtergefallen oder was? Na, die nächsten Befehle sind jetzt weiter in die Stadt. Runtergehen, ich bin gerade ohnmächtig geworden mit einem Schlag. Ah, bla, warte mal, du bist verletzt. Nee. Du blutest. Mein Gott. Also, unser nächster Auftrag ist Richtung Osten in der Stadt. Da ist ja, Posten 2 markiert, müsstet ihr auch erkennen können. Dort die Umgebung abklären, wieder Stellung beziehen, gleiches Spiel wie hier. Da die Situation nicht ganz klar ist, werden wir hier teamweise an die Straße springen, wo etwas mehr Deckung ist und von da aus Schützenreihe weitermachen. Rot beginnt. Bist du bereit, Jado? Belly. Ja. Am besten dort hinter den Bunker erstmal. Oh.
Und Boot springt. Okay, ich gehe nach. Blau, ich funke euch dann. Jo. Jo. Algenerv 12. Rot ist da, blau kann springen. Ja, bestätigt. Wir springen. Noch nie. Doch, hat gesagt, komm. Blau springt. Fabian, du siehst ja jetzt hier die Straße Richtung Ost. Der folgen wir bis T-Kreuzung Süd-Nord. Also die hier. Ja. Und von da aus gehen wir dann nach Süden und suchen uns hier eine Position. Hallo, sind wir in deinem Tischchen drin? Also wie ich verstanden habe, gehen wir jetzt hier lang und dann hier rein. Korrekt. Schwarze haben wir. Und hier in dem Bereich suchen wir uns irgendein Gebäude, was zum Aufklären geeignet ist. War ein Kurs 0 vorher, ne? Ja. Ja. Okay. Okay, dann Schützenreihe. Fabian führt. 1 geht. 2. 4 geht, ganzer Trupp geht. Alpha 1 hört kommen. Die bluten. Macht euch nichts raus. Auf, hier scheint ein Gefangenenlager zu sein. Okay, dann gruppenweise eindringen und die Lage prüfen. Alpha hier, Alpha 1, komm. Und rein. Wir haben an der vorletzten Straße Richtung Süd, nahe Posten 2, geh rein. Möglicherweise ein Lager entdeckt. Wir prüfen die Umgebung, komm. Ergänzung, wir haben hier definitiv 4 gefangene Zivilisten stehen, komm. Außen soweit frei. Achtung, ich gehe hinten die Treppe hoch. Unten soweit frei. Geh du geduckt, ich stehe. Jo. Hallo. Haltet euch erstmal von den Zivilisten fern, nicht dass die irgendwie verdrahtet sind. Oben frei. Jo. Gut, wenn oben frei ist, der Komplex frei. Ist die Mauer geschlossen, nur dieser eine Eingang? Ja, check. Okay, dann kommt hier vorne wieder zu mir. Wir sichern hier die Position. Willst du von hier oben nicht Richtung Süden abdecken? Negativ, das riecht nach Falle. Oh, wer hat da ein Leck? Wer macht denn da gerade einen Abgang? Folgen Sie einfach der Straße von Lee? West nach Ost, Richtung Molatsia heran. Dort befindet sich eine Straße, die südlich in ein Compound hineinführt und dort nicht weitergeht. So erkannt, Korn. Was, Rückzug? Ja, verstanden, Korn. Ja, was jetzt? Wieder auf meine Ecke. No? Haben wir nicht gesehen, wir gehen weiter. Keine Ahnung. Ja, 2 ist Nummer 1 in der Reihe, wir gehen weiter Richtung West bis zur Ende der Straße, dann Süden vor. Da liegt ein Toter von uns. Egal. Weiter. Zwo. Hast du West gesagt, oder? Ost. Wir laufen, ne? Wir gehen jetzt einfach gemütlich weiter. Scheiß auf irgendwelche Deckungen. Möglichen Schusspositionen. Wir gehen einfach weiter. Einfach hier bis Ost, bis zum Ende der Straße, dann Süd weiter. Da können wir eine normale Schützenreihe machen. Ja.
Ich nehme an, das ist unser BTR. Sei nicht recht, keine Ahnung, ich krieg Kopfschmerzen irgendwie. Ah, hier Süd, genau. Ja, hier jetzt ein Gebäude, was wir betreten können am besten, südöstlich der... Oh, ich gehe auf Land. Südöstlich der Straße mal ein Gebäude suchen, wo wir rauf können und von da aus gleiches Spielchen wie von dem... Nächstes Gebäude rechts, links. Alle auf dem Dach. Ja, am Ende der Straße, also wir sollen schon noch ein bisschen weiter. Alpha 1 erreicht in einer Minute Posten 2. Lagerhalle rechtzeitig, Türen offen. Ja, check, Umgebung überprüfen, anschließend Stellung halten. Na, dann blau mal einen Blick in die Lagerhalle werfen. Ich gehe mit Belly hier links in das abgewrackte Gebäude. Links ist ein eigener, glaube ich. Die hätten schon lange geschossen. Zwei eigene. Und abhocken, damit ich auch schießen könnte. Guten Tag, wir sind die örtliche Miliz und wollen gerne einen Dankelasterwagen. Bin gekommen und kaufe drei Mark. Da ist ein Gewehrlauf oben. Und du bist oben? Das sieht nach eigenen aus hier auf dem Dach. Hier in der Halle sind zwei Fahrzeuge, einmal UAZ und einen Ural. Wir prüfen die schnell. Er schießt noch nicht, ja. Also. Ja, beide Inventare sind leer. Schade. Muss schnell hinten rausgucken. Gemein sein? Andere als wir. Hallo? Hallo. Moment, mal schnell gucken hier. Er hat auch die da drüben nicht erschossen, also dürft's wohl vorne. Ah, hier ist nix. Was denn? Hallo? Hallo? Was denn? Wir sind gemein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier unsere Leute sind. Habt ihr uns auch gefragt? Uns, oder? Ich guck mich da drin mal um, ja. Nee, lass jemand anderen reingehen. Oh shit, da stehen ja noch zwei mehr. Zwei, da steht auch vier oder so. Ah, jetzt sehe ich den dritten auch. Oben steht auch noch einer mit. Keine Ahnung, verschanzen wir uns in der Lagerhalle. Kannst du knicken, kaum gescheite Sicht und du kannst dich aus den Scheiben schießen. Dann gehen wir weiter nach Nord und gehen dann das erstmögliche Gebäude. Ist das dein Bruder? Keine Ahnung. Alpha hier, Alpha 1, kommen. In der Gegend ist das andere. Posten 2 ist von höchstwahrscheinlich einem mit komplett anderer Klamotte. Die Deutschen sind keine Feinde. Ach, wir sind gar keine Miliz. Nein. Also sie haben nicht auf uns geschossen. Aber wir nehmen das Gebäude hier. Das hier? Ja. Ist der Kommandant? Können wir ab der Straße hier? Der da. Ja. Kommandant kann man es nicht nennen. Wer ist Anführer? Das ist jemand anderes an ganz anderer Position. Ich bin auch nur Befehlsbefolger. Ich kann Sie trotzdem befragen. Und zwar waren vorher zwei Männer hier bei uns, bezeugen sich gegenseitig. Eine Name war Yusuf Edweig, zweite Name war Janir Hassan. Du schon gehört haben? Namen? Nee, sag mir gar nichts, die Namen.
Waren zwei Zivilisten. Einer war, also Yusuf war auf Suche nach Frau von Yusuf, ich glaube Fatma heißt. Und Janir Hassan war auf Suche nach seinen Kindern. Auf jeden Fall hat eine ihrer Ärzte behandelt Janir, aber hat bei uns Anzeige erstattet wegen Körperverletzung. Jetzt wir suchen den behandelnden Feldarzt. Du wissen, wir müssen wissen, wer war. Also mir sagt das alles nichts, da bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner. Da müssten Sie am besten direkt mal an unsere Zentrale am Krankenhaus nachfragen, also wir wissen von nichts. Die Zentrale hat uns hierher geschickt und hat gesagt, hier irgendwo ihr sein müsst. Aber wie gesagt, also wir wissen von nichts. Fahrzeug aussteigen, bitte. War ein Versehen, Entschuldigung. Kannst du fragen, wo andere Team ist, wir fahren hin. Ich darf definitiv keine Informationen über unseren Aufenthaltsort. Woher denn? Ja, weitere Feindbewegung in dieser Richtung gesehen. Wir müssen finden jetzt. Ich habe aber den Auftrag Richtung müssen Sie suchen, wie gesagt, da abzusichern. Okay. Ich nur sagen. Können Sie mir also kurz sagen in dieser Richtung Einheit? Aber danke für die Information. Ich werde es weitergeben. Sie auf Namensschild. Danke. Feital. Ja, mehr brauchen Sie nicht wissen. Gut. Ihre Kollege, das übersteigt definitiv die militärischen Angelegenheiten. Wir mal das Gelände, wenn der Kommandant spricht mit ähnliche Zustand, wir helfen. Ja. Das mag durchaus sein, aber aktuell halten sie eine militärische Operation auf. Was für Operation? Ist nichts Operation? Das hat sie, wie gesagt, nichts anzugehen. Na gut. Sie sind auf jeden Fall Einheit von Krankenhaus. Wie gesagt, das hat sie nichts anzugehen. Ja, danke für Ihre Kooperation. Immer gerne. Benners? Wir verschaden es uns hier. Ey, Flachbananen, euer Chef ruft! Ruhe. Geh hier ins Gebäude. Geh jetzt, komm. Nee, falsche Richtung. Das ist kacke. Also Benners, was also, ist schon der Name von dem Kommandanten? Wo willst du hin? Hier rechts. Sucht euch mal hier in dem Gebäude in eine Position, wo ihr in Sicht bekommt, Richtung Süd und Ost. Ich würde noch ein Haus gerne weiter. Da kann ich mich, wenn noch. Nein, wir gehen hier rein. Richtung Süd. Ich geh hoch. Ich bin Granit. Du siehst halt nichts wegen dem scheiß Baum. Jojo. Erst du dienstlich. Ja, du auf dem Dach. Was ist ja jetzt Training? Ja. Du meinst YouTube-Video. Was hat denn die Polizei hier in dem Ort gerade für einen Auftrag kommen? Okay, wir haben einen neuen Auftrag, die Kreuzung im Norden von uns, die zu dem Compound mit den Geiseln führt, dicht machen. Und nein, ich weiß wieder nicht wieso. Wissen wir denn jetzt, dass da Leute stehen oder nicht? Ich glaube, wir wissen es jetzt. Okay, Abmarsch. Eine Kreuzung weiter und da dann dicht machen. Also nicht die jetzt. Nee, eins noch weiter. Ist ja nicht so, dass es hier 5 Milliarden Schlupflöcher gibt. Bei diesen Bullen da, die da waren, auch ein ungutes Gefühl. Ich hab bei allen Irgendwas ist da auch nicht koscher. Liegt da einer? Liegt doch einer. Da liegt einer wirklich, im Gewehr. Wo denn? Er hat unsere Uniform. Jo, der hat unsere Uniform an. Hier hinterm Haus. Sämtliche Zivilisten festhalten, wegschicken, wie auch immer. Jo. Also alle Zivilisten, die sich hier aufhalten, wegschicken. Jawohl. Ob da. Mit Warnschüssen oder ohne? Wird nicht viel bringen, befürchte ich. Diese Kreuzung meinst du, oder? Ja, schon, aber wir ziehen uns ein bisschen nach Westen rein. Hier, so mitten in der Schusslinie ist scheiße. Da kommt eine Patrouille auf uns zu. Eigene Patrouille kommt? Ja, es ist Alpha 2, glaube ich. Hier leerstehendes Gebäude. Dient gut als Deckung.
Na, blau mal rein. Na, Belly, du nimmst hier die Ecke Nordost. Also egal, was da passiert, wir sehen nichts. Ja. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Männer! Seid gegrüßt, Männer! Hey, was? Hey, du! Kommst du nicht her? Hey, hast du Zigaretten? Lollis? Hey, ich hab dich was gefragt! Hallo! Die sind da unfreundlich, die Leute hier, echt. Die Arsch, ey. Hey, hast du was zu rauchen oder zu schlecken? Lollis, so, was Süßes? Ja. Hey! Halt. Hallo. Es passiert gerade nichts. Ich wollte euch nur fragen, wie es ist. Wir haben die Zivis erschossen. Ach, jetzt. Ist nichts passiert. Freunde? Was? Geht's euch denn gesundheitlich hier? Hey, hast du was zu rauchen? Oder was zu schlecken? Komm schon. Mann. War auch nichts. Oh, geh weg. Das war gemein. Richtung Süden rennt wieder der Zivi aufgeschreckt im Hügel hin und her. Mein Telefon geht, ich bin komplett. Ja, schon gesehen. Oh, da kommen welche. Das würde ich eher. Aus welcher Richtung müssen wir die denn aufhalten? Ich hab keine Ahnung, ich halte jeden auf, der hierher will für diese Linie. Richtung Eigen, Leute. Oh. Halt! Wir werden gerade angehalten. Hey! Ja, Arschlocher! Was soll das? Wir haben den Auftrag, die Kreuzung dicht zu machen. Was? Müssen wir die hier durchlassen, die Ampelmänner, oder nicht? Das wird VW sein. Jetzt sollte jemand reinlassen, rauslassen, das nach dem Thema. Okay, gehen Sie weiter. Wo ist denn rein und wo ist raus? Sie dürfen weitergehen. Nein, nicht deine Truppen, nur du. Ich, okay, dann meine Truppen und Umsicherung hier aufbauen. Nimm das Gebäude nördlich oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau. Von welcher Reite denn? Von da, von da. Also jetzt hoch. Egal. Ja, schau mal, ob ich von oben Sicht auf die Straße hier noch hab. Okay, Trupp an der Kreuzung, sammeln, wir gehen gleich weiter. Welche Kreuzung? Das ist geil für dich. Trupp 1 wird die Straße nehmen. Du wirst die Slums nehmen. Wenn du die Treppe hochkommst, ist hier oben eine ganz schöne Sicht. Okay, also von hier aus gerade Richtung Osten durch. Das ist nur leicht kaputt, muss aufpassen. Da befindet. Ja, sogar da hinten in den Slums sind eigene von stehen uns. Wir sind befinden uns bereits auf dem Weg, sind direkt nebenan, werden das überprüfen können. Was Feindeinheiten möglicherweise im hellen Gebäude? Welches helle? Das sind eigene direkt davor. Ja, die Waffen hoch ist wahrscheinlich im mehrstöckigen Gebäude Feind. Deswegen stellen die sich auch alle ordentlich direkt davor an. Ja. Ich geb's einfach so weiter. Okay. Gehen dann nach und nach hoch. Blau zuerst. Etage für Etage. Achtung. Bereit? Blau vor. Ihr fangt unten an, wir gehen eins höher. Ja, unten ist nicht mehr viel. Unten gibt, dann geht eins höher. Belly, wir gehen dann eins weiter hoch noch. Gehst du rechts, ich hier links? Und halten Sie Ausschau nach einem gestörtiges helles Gebäude neben einem grünen Schuppen hier im südlichen Bereich. Sauber. Meldung, wenn gefunden. Es ging auch an dich, Leif. Hab's gehört. Ist frei hier unten. Ja, ich bin schon eins höher. Ja, ich komm ein hoch. Doppelstöckiges oder höheres Gebäude neben einem blauen Etage. Melden. Bist du wieder rechts, dann geh ich links. Im südlichen Rand.
Ja, hier gibt's noch eine Leiter. Nee, das des Stadtteils. Benni, kletter da mal hoch, nicht ganz hoch, nur drüber gucken. Hier ist auch frei. Da ist ein Haus oben drauf. Ach, hier ist schon wieder hier. Was? Ja, ne? Sauber. Da ist ein Haus oben drauf, ich seh nix. Ja, dann lass sein. Ja, die Polizei fährt da hinten rum. Ja, hab's gesehen. Die haben da am Compound angehalten. Weitere Aufträge? Nachfrage, das soll ein grünes Gebäude sein, komm. Oh! Verkehrsunfall! Haltet mal die Augen offen, ob hier irgendwo einen grünen Schuppen seht in der Nähe. Hi, hörst du mich? Und daneben direkt. Ja. Alf? Ja? Wo bist du? Irgendwo ganz oben. Ganz, ganz oben? Nicht auf dem Dach, nein. Oh, bin aber ich jetzt. Was höre ich? Wenn ich mal keinen Lauf mehr mache, dann bist du, dass ich tot bin. Live für dich, such mal bitte das Gebiet mit den angesagten Koordinaten. Ach, da bist du ja hier. Ja, ich hab's gehört. Okay, wir sammeln uns unten im Hof. Ich muss aber erstmal die Leiter runter dort holen. Und ich weiß immer noch nicht genau, was hier abgeht. Ha, der Herr Moskito ist ja auch schon da. Aber selbstverständlich. Nee, High five. Sie? Was machen Sie so in dieser gottverlassenen Gegend? Auf den da oben warten. Oh, hast du was getan? Den da oben warten? Mhm. Dann nach da zu gehen und das... Nee, auf den da. Den da. Also, den folgendes. Da. Ja, einer von den Truppen am... Okay, ich markiere mal. Also, jetzt nochmal zur allgemeinen Verständnis. 045 Koordinate. 045. Ich denke, dieser Schuppen, oder nicht? Und 062 ist die zweite. Das muss ja hier sein, ne? 045. Da oder da? 062, ja? Müsste dieses Kästchen sein. Numpad 5, ja? Das weil hier. Geht ja von unten nach oben, also hier. Ja. Wir durchsuchen jetzt dieses komplette Planquadrat. Das okay. Hier, oder was? Ja. Das ganze Ding, da muss irgendwo hier ein Schuppen sein mit einem doppelstöckigen okay. Gebäude nebenan. Also das Gebäude habe ich gesehen, aber was dahinter ist, nicht. Ja. Okay. Also, blau geht vor im Zweierteam, rot wird folgen. Oder ist das Gebäude hier hinten, also quasi hinter dem doppelstöckigen langen da? Hinter dem da. Ich gehe einfach hin und guck, ob da irgendwas finden ist. Ja, war da nicht hingehen. Oder ist ja weg. Alpha 1 geht. Ich mach mal alles bereit hier. So. Ist schön. Irgendwie ist das Kraut, was man hier zu rauchen kriegt, komisch, ey. Hm? Was du eigentlich was zu rauchen gekriegt? Live, was sollen wir da eigentlich finden? Einen grünen Schuppen. Links. Vielleicht das Ding hier mit grünen Schuppen? Nein. Wir sind zu nah. Ist TOC farbenblind? Sucht einfach mal nach einem roten Schuppen, vielleicht ist TOC farbenblind. Ich hab den grünen Schuppen gefunden. Ich auch. Das ist die Scheune, wo wir eben schon auf der anderen Seite standen. Schüsse. Schuss aus Süden. Hat sich herausgestellt, ist eine grüne Scheune. Wir haben hier aber Schüsse in der Nähe, komm. Hinter der Mauer her. Verstanden. Wir rücken hier in Deckung hinter der Mauer weiter vor Richtung Scheune. Das Gebäude, was da... Ja, das zweistöckige abgeranzte, das überprüfen wir. Hinten ist noch ein Mauerdurchbruch. Schüsse kommen west, also wir sind sicher. Wir können von hier rüber rennen, wenn. Jo, deck dich. Zivilist drin oder ähnliches? Betty, du nimmst gerne die Position. Feinde. Hilfe! Wow! Hilfe! Im Gebäude!
habe keine Granaten. Hast du Granaten? Maxi? Ah, das ist gar nicht hier. Ich habe einen Unterlauf. Bin drin, unten safe. Achtung, ich komme hinten rein. Unterlauf wirkt aus der Entfernung nicht. Wo bist du? Außen, an der Treppe. Okay, ich bin unten durch. Was? Alles klar? Ja, ja. Ich gehe hier rein. Hat dich einer angeschossen oder erschossen? Jo. Gebäude gesichert. Geh, lass mich raus! Habt ihr den Typen? Wir haben alle drei. World check. Und ich habe einen Tinnitus. Negativ, nur drei feindliche Kräfte tot. Ich gebe mir mal eine Morphin. Ja, verstanden, Ende. Fahrzeug? Geschoss auf uns. Geht das hier hoch? Hinten, aber oben ist unsicher. Okay, habt ihr hier irgendwas gefunden? Wir haben nicht geguckt. Ich guck noch mal oben. Ich guck noch mal oben. Nein, hier ist alles sauber. Okay. Also ich bin zu blöd zum Sehen. Komm auch noch mal hoch, wo ist der Durchgang? Hinten. Ja, hier. Also hier ist wirklich nichts. Normaler SVD-Schütze. Ja, es sind ein bisschen viele hier drin jetzt. Ich habe mir mal den Rucksack mitgenommen, ja. Ich höre mein Herz pochen, Moment. Ah. Oh, 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 schwacher Puls, schwacher Puls. Ich hau mir eine EP rein. EP ist drin. Jetzt nichts weitermachen. So, es hat aufgehört. Wollte ich lieber runtergehen? Hm? Ich weiß nicht, warum du mitgekommen bist. Also... Das ist, wo der scheiß Eingang ist. Ja, ja, aber das heißt nicht, dass du mich auch noch hochbegleiten musst. Aber nicht, dass dich jemand erschießt. Nur dann gehe ich wieder runter. Alpha hier, Alpha 1, komm. Das Gebäude hat keinerlei Informationen, es waren drei Schützen, darunter ein SVD-Schütze-Account. Müssen wir die Person durchsuchen? Durchsuchst du die Person gerade? Ja, aber die haben auch nichts dabei. Ja, verstanden. Ich guck den zurück. Dritten hier hinten mal noch. Okay, wir gehen zurück in das Militär-Compound östlich von uns. Hm. Nö, der hat ja nichts dabei hier, der Typ. Hallo? Wir gehen zurück. Bin ich schon draußen? Was ist denn los heute, ey? Warum? Sind ja da. Hier seid ihr. Achtung. Bist du bereit? Ja. Na gut, dann Abmarsch Richtung Position 4. Jo. Alles klar. Wir gehen hier nördlich aus dem Ausgang raus bis zur Straße und wenden uns dann nach Ost, ne? Bis zur Kreuzung, suchen uns da eine Position. Okay, werden die Plätze knicken mit dem dicken Mann. Eins geht. Meint schon den Ausgang hier, oder? Ja. Mach mich mal laut. Latsch hinterher. Solange wir hier noch nicht auf der Straße sind, gehen wir normal hintereinander weg. Schon eher alles eng. Max eng. Zivilisten voraus. Oh, Fädel. Ah.
Wie ist mit Fabian auch? Schlimm heute, ey. Bleiben Sie bitte zurück. Hi. Ja, jetzt. Ich freue mich mal wieder unter deiner Führung zu sein. Achso, wir sind übrigens auf Kanal 1. Ja. Okay, gut, ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht zu wechseln, ne? 1 schwenkt rechts. Okay, neue Befehle. Hinter der Straßensperre müsste eine kleine Straße Richtung Nord abgeben, der folgen wir bis zur Kreuzung südlich Tankstelle. Auf Karte erkannt. Soll ich durch die Straßensperre oder rundherum? Too late. Geht's da durch? Yep. Dann gehen wir durch. Echte? Okay, Du brauchst die große Maxi, wir gehen gleich vor auf Gebäude im Hügel Richtung Nordost-Ost. Ah, pass auf, die stehen in dir. Okay. Achso. mein Truppen scheint wohl komplett fertig zu sein. Ich glaube nicht, dass du den Berg von hier aus stürmen möchtest. Wie gesagt, medizinische Versorgung abgeschlossen. Du blutest ja, übrigens auch, ne? Ja. Unser Sunny blutet, ne? Ja, ich hab Torso-Treffer, ist nicht so schlimm. Okay. Das Gebäude dort oben ist unser Ziel. Von da aus Overwatch auf das Vor. Warte. Warte jetzt nochmal. Linkes Gebäude, rechte Position aufzudecken. Genau. Okay, weil da ist halt ein Bereich ohne Deckung dazwischen, ein Tal, da wollen wir nicht blind reinlaufen. Ja, wäre schlecht. Ja. Normal hoch, Reihe. Jo. Und dann rücken wir weiter Richtung Paris. Eins geht. Und Marsch. Alpha 1 bewegt sich. Willi, geh mal aus meiner Sicht. Ich würde echt sehr gerne ab. Bitte. Wenn ihr da vorne eindeutige Sicht kriegt, Köpfe runter, Waffen hoch. Waffe geht hoch. Geduckt. Okay, Maxi und ich schauen hier mal in das Compound südlich von uns. Ihr haltet die Position oben. Compound sichern. Wie willst du vorgehen? Gehst du rein? Ja, ich geh rein. Wir gehen direkt eins hoch, ihr macht unten. Jo. Türen lassen sich nicht öffnen. Ja, wenn, dann sind sie offen hier, glaube ich. Die Map. Mehrere Räume offen. Ellie, unten. Unten. Unten? Also, machen wir hier mal locker. Ist gut. Oh, der. Mach rechts. Sauber. Ganz hoch. Sauber. Ist das eine Karte? Prüfe Balkon. Sauber. Ganz hier rumlaufen, ne? Live, wir sind unten fertig. Okay, ganz oben fertig. Ja, bezieht Stellung an Fenstern oder ähnlichen, um Sicht auf die Sportbroker zu bekommen. Ich will hoch. Lass mich mal durch hier! Halt. Das ist auch nicht live, der sieht so scheiße aus. Alpha ist dahin. Alpha 1 hat Position bezogen. Wir machen eine kurze 5 Minuten Break für alle, ja? Okay. Ist aber schon, also die da noch nicht das brauchen, können ja halt, ne? Gucken. Ja, klären auf in der Zeit, ne? Bisschen. TOC für Alpha, komm. Kurze 5 Minuten Pause wäre es nötig, halt ansonsten aufklären in Umgebung. Wo ist jetzt live? Melde, besteht die Möglichkeit, ein live, hörst du mich? Minute Beinerholungskur. Ich bin auf dem Dach, ich sehe gar nichts da drüben, ne? Okay, ich komme hoch. Ich gehe noch eins höher. Habt ihr ein fertiges Fernglas? Ja, bist du verrückt. Wunderbar, gesicherte Stellung wurde bereits erreicht. Wir gehen jetzt mit der 5 Minuten Pause. Grenadiere haben Ferngläser. Braucht keins.
Janik ist halt für Spotten. Ja, du, wenn du da keine Deckung hast, sofort wieder runter. Ich hab ein kleines Wändchen hier oben. Pause wurde genehmigt, ja, ihr habt jetzt ab jetzt 5 Minuten. Ja. Wie gesagt, wer jetzt kurz mal austreten muss, kann das nutzen für 5 Minuten. Geh mal an dir vorbei, müssen weiterziehen hier. An den Feind gesehen. Halt! Live! Kleines ja? Gebäude, Richtung 80 Grad, unteres Stockwerk, einzelne Personen, bewaffnet. Alpha hört. Könnte von hier das Feuer öffnen. Ja, das ist linksseitig der Straße. Ja. Hergestellt, aber ja, genau. Mann, das? Dann, ja, ich hab's nicht schon gesehen. Dringend, und, das Gebäude hier unten ist feindlich besetzt, so scheinbar. Ja. Weck dich hier runter und das Stockwerk. Feuer noch halten. Also verstanden. Das war ja Kaspar, das Ding. Alpha, ja, Alpha 2 kommt. Alpha hört, Schnellauftrag für Mücke hat direkt, sag schon, Himmelsrichtung östlich von uns ein kleines Gebäude, dort RPG draufhalten und das Ding in die Luft jagen. Okay, dürfen wir Unterlauf mitmachen? Mercer! Mercer! Ich hab noch Granaten dabei. Wir sind weiter weg. Mercer! Nee, komm her! Achtung, RPG-Schütze will schießen! Das Gebäude direkt hier östlich. Das östliche Gebäude. Das kleine! Wegjagen! Das sieht doch nicht! Was ist denn das? Hallo, drin? EG. VRAT. Das ist, hast du noch andere? Und PG7VL. Hier oben. Warum schleicht er uns an? Lad sie mal rein. Ja, weil mich live nicht gehört hat. Dürfte jetzt vorne. Ist jetzt besser. Scheiße. Lass uns das mit Unterlauf machen. Ein Unterlaufgranaten, Feuer. Jeha! Unterlauf geht raus. Ja, dann, du hast sowieso. Also okay. Zahl dein Trupp, 200. Okay, Marsch Richtung. Was? Alter, Richtung. Will mich verarschen? Das verletzt, Winters. Kümmer dich drum. Kann da drin noch was leben? Ja. Schon da. Wechsel auf normal. Aus dem Gebäude. Sky sagt Mücke, das war jetzt Feiger. Kann ich nicht. Hast du? Mich behandeln oder soll ich selber machen? Nein, mach schon. Unteres linkes Fenster und rechts. Ja, hast du verstanden? Keine Unterlauf mehr. Unteres rechtes Fenster, links M-Geschütze. Schütze bekämpft. Was Morphin? Was Morphin? Dann mach weiter. Ja, du bist dann Unterlauf verlassen. Nur noch die VG 40 TB, 5 Stück. Na, check ein, schnell. Gestopft. Alf, Sicherung abbrechen, vorrücken aufs Gebäude einnehmen. Einnehmen? Aber okay. Was mit Feuer einstellen, nicht zu verstehen. Unten sammeln, wir sollen das Gebäude einnehmen. Ja, Moment, ich brauche einen Moment. Ne? Das mir nach. So, ja, Moment, ich muss zuerst runterkommen. Ja, nein, ja, nein. Ja, ist ja, nein. Nicht gut. Ja, Schmerzen, gib mir einen rein. Das wollte ich wissen, ich frage. Sammeln uns im Foyer. Ich lasse dir eins rein, ja gut. Ich könnte hier die Leiter runter. Uah. Go, 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 go. Andere. Oh, oh, oh. Belly, pack mir mal 2 Magazine im Rucksack. Noch welche. Ich verwitsch. Bin hier. Hast du drin? Hallo, brauchst du Muni? Nö.
Und wenn du Unterlauf hast. Nein, ja, dann ich habe auch nichts mehr. Ich habe nur noch die TB. Okay. Rot geht vor, Blau gibt über euch Deckung. Rot geht vor. Okay, ich lasse die Aro. Du bist ja Medic, ja. Egal. Umkehr, Blau geht vor. Oh, hier könnten wir uns schön hinlegen. Ja. Also irgendwas in Deckung da unten, ne? Hat noch einer vermutet, ne? Nimm Fernglas. Belly? Hallo, ich bin hinter dir. Sag mir einfach, welches du Fenster siehst dann, links ne? Die Bäume. Keine Sicht. Rechts ein bekämpfter Schütze, okay. Unteres Stockwerk. Vier Stück oder was? Sonst ja, sehe ich nichts. Den ersten Rand springen. Marsch. Oh. Full Speed. Jetzt? Ja, jetzt. Der MG-Schütze war im linken unteren Fenster. Ausguck, habe ich ihn. Aus welchem Fenster? Zum Munitionsstatus? What the fuck, ich hab doch gerade voll aufgeschossen. Wo ich einen Arm angefangen das habe, ja. Ich schieß mal kurz noch ein bisschen drauf als Unterdrücken. Rot nach. Warte, ich geh hinten rum, ne? Rot kommt. Position übernehmen, Blau geht ans Gebäude. Ich leg mich hier hin. Okay, Belly ran ans Gebäude. Alpha hört. Bei der Tür, die wir sehen, in dem Raum, Rauchentwicklung. Eins übernimmt erst Sicherung des Gebäudes, von dort aus werden die dann nachziehen. Komm. Behaltet ihr die Fenster oben im Blick? Sehr oberes rechtes Fenster am besten. Hab das direkt über der Tür. Werft am besten Granaten rein durchs Fenster. Wenn wir dabei hätten, ne? Schöne Granate, Alter. Das ist ganz und durchgeflogen. Die ist durchs Gebäude geflogen. Nein, das glaube ich gewesen. Ein Schütz bekämpft. Egal, Splitterwirkung. Zwei Schützen bekämpft. Unten sauber, müssen wir oben prüfen. Um sicher zu sein. Unten ist sicher, ja, haben sie gerade durchgegeben. Frage Eigner an der Fort. Sicher ist dann. Na gut, das entscheidet leicht. Haben wir eigene am Vor oben? Ja. Ja, sind eigene. Wir sind getroffen. Fuck, wir müssen helfen. Los, vor, vor, vor! Wir decken euch, kommt in Deckung. Tourniquet am rechten Bein, Brust muss verarztet werden. Komm, schon, kommt, geh in Deckung. Komm schon. Ah, fuck, Alter! Was ist da oben? Was denn? Ja, eine Granate, die ist durch das Gebäude gefallen ist. Das muss aber sauber sein. Achtung, eigene auf dem Gebäude. Maxi getroffen. Maxi ist ziemlich tot. Nee, noch nicht. Von wem kann der jetzt die Handgranate? Die fallen durch, du darfst hier nichts werfen, Alter. Ja, du? Hier zwei Schützen oben bekämpft, Gebäude sauber. Scheiße, Alter, ich bin fast auf der Feindliche verreckt. Granate. Helft Maxi, der muss wieder aufstehen. Ich bin da, ich bin da. Okay. Ich bin da. Alles ich deck. Mir ist nichts passiert. Ich war nur von der Schockwirkung. Ich hab noch ein Tourniquet am rechten Bein, Rest ist gleich fertig. Ich mach dich gleich zu. Ich hab extreme Schmerzen. Ich muss mich nur kurz um mich selber kümmern, sonst wird es heute nichts mehr. Auf deinen Kopf. Braucht noch jemand Hilfe?
Gut, Maxi sollen alle du könntest mir mal einen Morph löse, okay, auf, komm, wo bist du? Ganz vorne an der Treppe. Jo, ich knall dir eine rein. Morphin ist drin. Derzeit nachrücken nicht möglich. Ich hab nichts mehr zum Verbinden. Du hast Freigabe. Ich helf dir am Bein. Oh, Bein ist fast fertig. Tom, mach einen elastischen drum. Ja. Raus. Am Arm setze ich auch noch eine elastische. Auf, wenn Widerstand existiert, oh, ich Bescheid sagen. Jo, ist aus. Nimm dir aus meinem Rucksack raus. Billy. Ja, helft jetzt erstmal Belly. Ich bin soweit stabil. Das ist Belly. Hinter mir. Halt nicht bewegen. Bitte nicht alle in eine Ecke. Sobald irgendwie einer fertig ist, dann bitte die Ecke rechtes verlassen. Rechtes Bein ist Dings dran. Ja, ich helf dir. Bin voll dran hier. Ist Tourniquet runter? Was für eine Scheiße, ich, Mann, Alter. Ich dachte, ich wäre eine zu. Die Granate einfach von oben runtergefallen ist. Ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ich dachte schon, hä, wo kam die Granate her? Ich hab sie noch nie gesehen. Ich brauch definitiv Blut dann. Jo, kriegst du sofort. Deine Wunden sind erstmal zu. Okay. Ich hab nicht mehr viel Kochsalz, Alter, scheiße. Ein Scheiß, allen ey. Feindkräfte nähern sich bereits. Das war mein Süd, letztes was? Ost. Kochsalz, 250 Ost. Milliliter, mehr habe ich nicht. Ja, ist halt so. Kannst deine Tunike wegnehmen? Okay, Wunden sind zu, danke dir. Mal, Alter. Aus Osten? Ja. Er fehlt. Geht Belly mal eben zu, ne? Jo. Ich geb mir mal eine Morphine. Können wir versuchen, auf, ne? Von hier aus dann nochmal Deckung zu geben, dass es 2 hochkommt. Oh, ist bereits im Compound. Jo, ich klatsch mir auch mal noch was. Belly, prüf mal gleich, ob du laufen kannst. Jo. Sobald halt Behandlung abgeschlossen ist, werden wir direkt in das Compound eindringen. Okay. Alfred? Scheiße, mir ist die Wunde wieder auf. Ja, die wird gleich zu sein. Die einzige Position ist ein Team bei Fort Borgo. Nee, bei mir. Ein anderes Team, das so. Leider. Hat aber auch verletzt, scheiße. Ja, ich hab die Granate gefressen, die Ichigo hochgeworfen hat. Ja, dann macht man dich auch. Ich hab beide gefressen, Alter. Ah, ja, meine Wunden sind auch auf. Das ist richtig scheiße. Wenn möglich ist, werden gleich die Stellung einnehmen. Meldung wird gegeben, sobald angekommen. Komm. Oh, ich hab dich ja auch mal zusammengeflickt, jetzt muss ich mich erstmal um mich selber kümmern. Ja, ich guck bei dir auch. Ich helf dir beim Torso. Ja, versuch mal, das Speed aufzubauen. Check. Laufen oder humpeln? Ist egal, wenn ich einer von euch tragen muss. Wir müssen mach den rechten Arm. Das, lass mich mal durch. Falsche Taste. Na, du kannst rennen. Passt. Alpha 2 für Alpha, komm. Yes. Ich über meine. Hey. Die Status? Ja. Jo, so wie es blau, du kannst dich selber nähen. Ha ha ha. Also verstanden, Meldung. Ich höre mein Herz pumpen. Hey. Was hat der? Ja, lass mich mal kurz seine Vitalfunktion checken. Ja, dann lass mich an deinen Rucksack. Ich hab nämlich gar nichts mehr. Ja, kannst du machen. Weißt du, Mann, was hier liegt, Alter? Oha, Alter, Arsch. Puls bei 51. Oha. Ja, du? Moment, wir sind noch dran hier. Gib dir mein Epi, sonst wird das heute nichts mehr. Bei ihm selber oder bei dir? Bei mir. Bei ihm. Mich genäht, ja. Okay. Oder ein Herzfrequenz bei 51, der ja, du? Gibt mir ja, dabei. Hier unten den Eingang rein, MG aufnehmen mit Magazin. Jupp. Nee, Junge. Okay. Mir sieht's nicht gut aus. Bist du lauffähig? Lauffähig, aber ich hab mehrere große Verletzungen. Ja, das sieht nicht gut aus. Scheiße, warum kann ich auf den Typ wieder nicht aufs halt Inventar zugreifen? Aber der ist dunkelblau, der ist gut verbunden. Ich hoffe, es bleibt so. Hast du das Jahr, du? Nix, hat geklappt. Gehen. Alfred? Ja, kleine Schnittwunden, die sind nicht ganz so schlimm. Wenn sie aufgehen, dann lasse ich sie bluten, das juckt mich auch nicht. Also verstanden, versuchen sie mögliche Sichtrichtungen aufzubauen. Feindliche ja? Kräfte nähern sich hier im Airfield. Melden sie, sobald wir Kontakte gesehen haben. Ich meine, dich habe ich genäht. Granaten hast du reingelegt von dir? Die liegen hier am Boden. Max, wie sieht's aus? Hier. Können wir los? Jo. Ich bin aber jetzt 35 Kilo, ne? Auf, hey. Ja, dann leg 2 Magazine weg. Okay, mach ich. Also ich habe Bereitschaft, wenn wir los können, dann los, ne? So. Ja, ich habe Yado MG übernehmen lassen, die Mangel an Granaten. Ja. Hier hat's noch AK-Magazine, die jemand ja, braucht. Ja, passt, was ist los? Ich jetzt los. Nimm welche mit, macht Abgang. Im Schützenrudel Richtung Fort Boko oder die Scheiße. Für dich Information live, Dings ist gesichert, ne? Ja, check. Jo, bin da. Breit machen. Ja, klar. Marsch. Rudel.
Eins steht. Im Laufschritt oder was willst du? Ja. So. So wie bei Edson. Ohne Combat. Direkt einen Hügel hoch. Ja. Wasser? Fragezeichen? Möglicherweise auf Airfield, aber weit weg von uns. Okay. Können wir das lauter hören? Compound ist gesichert, also direkt einfließen, erstmal Deckung. Je lauter, das ist, je lauter die Kugel Check. Ist, desto gefickter bist du mehr oder weniger. Befehle wird ignoriert, wir bleiben hier oben und verschanzen uns hinter den Felsen. Sicht Ost, Süd, Ost und Nordost. Warte, ich bin hier unten, ich komm hoch. Auf den Hügeln in unserem Norden sollen Feinde sein. Lass mich mit dem MG hier hin. Kommst du eh nicht drauf, du kannst die Waffe nicht auflegen. Aber du könntest auflegen auf den Stein und dann, wenn du hier drauf läufst, an der Seite, hier. MG steht. Ja. Jo. Da der Stein. Eingang, ne? Was? Der linke, sind das Feinde, die da unten rennen oder Freunde? Ich eigene am Fuß des Hügels. Da wo die Schüsse gerade die Tracer hingeflogen sind. Ja, an ja. Dem Stein liegt alles noch eigene. Einer. Ja, genau. Lade! Diesem Stein. So, will die da wie weit kaum wirken können, wir behalten mal Ost und Südost im Blick. Rauch? Nein, das sind Fackeln. Lade. Ja, noch nicht, grün. Sind deine Schüsse zu tief? Trupp 2 und Trupp 1, bitte komm. Wird. Drei Mann schwer getroffen oder verletzt oder tot. Brauchen Hilfe dringend hier unten. Nord, unten, nördlich 200 Meter. Laufen und. Yannick, von Truppführung, nee, Gruppenführung. Alles, was du mitkriegen kannst an Leuten, sofort Rückzug ins Compound. Alles klar. Live sollten wir nicht Rauchgranaten werfen und den ein bisschen den Rückzug nehmen. Ihr beiden da vorne geht weiter, denken Benny und ich rücken auf Compound. Hier schlagen immer wieder Kugeln ein, aber ich weiß nicht von wo. Ja. Nein. Ist das jetzt ein eigener, der da runter rennt? Ist egal. Das ist ein eigener, glaube ich. Ja, das ist egal. Jo, der Ballermann drauf. Maxi, ja, du nachrücken. Tschiha! Den drin, den, der, 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 der. Janik, hörst du mich da? Alles klar bei dir?
Ich geb Deckung. Janik? Alles klar? Alter, halt dein Maul, dass du mich getroffen hast. MG und Maxi im Gebäude aufbauen, irgendwo zweite Stock macht am meisten Sinn. Richtung? Nord. Gib mir kurz ein paar Sekunden, ich muss mich erstmal zusammenflicken. Wenn du bei mir vorbeikommst, dann nehmen wir meinen Post. Läufer auf Hügel. Melde, kann noch nicht. Eigentlich. Ja, aber der ist gekommen. Ich fahre zurück zur Basis. Oh, ich und Wukas sind die einzigen. Die anderen sind entweder noch Schwester. Annik, du und Wurka schließt dich dann Livestrop an. Information, keine Verstärkung der Seite. Brauche dringend Kontaktmeldungen. Lade schon wieder. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Benny, du kannst Sicherung Richtung Ost und Südost übernehmen. Ja, hier oben ist Diado, der ist getroffen. Belly. Wurde getroffen. Auf Hügel. Nach Ost und Südost. Geh in Deckung, geh in Deckung. Spitze zwischen zwei Steinen. Diado, wie schwer. Ja, ich kann mich verwenden. Ballert mal hoch da. Alles klar, ich komm gleich zu dir. Ah, wenn ich die scheiß Blutung aufhören würde, verdammt. Dann könnte ich mit dem MG wirken. So verstanden werden, versuchen Sie die. Live, ich bin jetzt schon langsam mit meinem Material am Ende. Na, dann Feuerkampf aufnehmen, jetzt nichts mehr hilft. Bandagen und so sind noch verfügbar, aber ich kann niemanden mehr. Wahrscheinlich keine Kostenerzählung mehr. Wenn möglich, ja, also eins hat verstanden. Position muss gehalten, wir können hier nicht weg. Also, gerade durch einen Belly oben. Jetzt auch ins Gebäude, Eingänge halten. Ich bin noch drin, ne? Bin hier auf die Schussleiter, also Vorsicht. Ich merk's. Status, Belly, Yado? Belly gelb. Yado gelb. Ja, das Feuer, wenn sie zu weit weg sind, dann ist das Munitionsverschwendung, wir müssen halten. Ich seh die Wichser nicht! Ich hab die Treppe gehauen! Jo, Mist, danke! Also ich soll mich ummelden jetzt, oder was? Weil du im anderen Team bist. Mir wurde gesagt, mir Information an Alpha, ich hab beim Trupp Befehl gegeben, die Feindkräfte. Oh, Deckung, Deckung, Deckung! Feuer halten, nah rankommen lassen, die Typen, das bringt so nichts. Ja! Ich komm hier nicht mal weg! Köpfe runter. Das war jetzt nicht so geil. Ach, ey. Kompetenz hier. So eine Smoke-Schweife immer noch drin. Hat Medic geschrien? Hier, Wuka. Bist du? Ja, am Raum. Der Yado in dem hinteren Raum. Yado, bitte durch. Aha. Aha. Und rechts am Hügel ist eingeschlagen. Links auch. Ist am liegen. Also wenn du da durch willst, dann... Also verstanden, Feinde befinden sich nördlich des Hügels 60 und westlich und bereits westlich. Versucht auf jeden Fall Sicht auf die Eingänge zum Compound zu bekommen. Der Hügel ist egal, wir können da nicht wirken auf die Entfernung.
kann nicht mehr viel machen, ich kann selber nicht laufen, ich bin selber. Ich geh noch eins hoch. Du hast aber auch kein Medic-Zeug mehr, oder? Kaum noch Medic-Zeug. Lee, lässt mich mal durch. Zumindest mein Torso ist dicht gemacht. Ja, das kann ich machen. Ein definitiv Scharfschütze. Der schießt zumindest. Der muss halt echt weg. Raufpassen, der schießt ziemlich genau. Vorne, links. Ah ja, ich seh ihn. Ja, hat uns wieder so einen Schuss. Scheiße, schon wieder nachladen. Einmal noch hier. Komm, ich geb dir das Fernglas zurück, ich hab's jetzt gesehen, wo. Alpha, Status unbekannt, Alpha 2 hier, komm. Liegt wieder hier am Boden? Alpha 1. Warum liegst du jetzt hier am Boden? Kannst du ihn flicken? Tops. Ja, getroffen. Ich lad nochmal nach. Oh ja, nicht weit weg von mir. Scharfschütze, bleib unten. Panzer zur Unterstützung Schütze ist echt ein schlechter Witz, ey. Oh, noch schon. Ja, du getroffen! Da ist einer unten, wir haben Kontakt im Raum. Ja, ja, komm, komm, komm. Eingänge absichert. Geh weg, ich mach's komm, Haus. Komm hier rein. Belly, Maxi, Eingänge sicher. Belly tot, Yado tot, Galaxy tot. Oh, Mann, der leckt mich am Arsch. Ich geh jetzt runter, Alpha, mach wir den haben Anker. Feindkontakte an, komm im Compound. Komm hier rein. So, jetzt reicht's mir. Am Gebäude. Ja, bin da. Etwas stärker verletzt. Okay, Hilfe. Geh in Deckung, komm, lass weg, mich hier durch. Geh weg, ich muss mich verbinden, Mann. Janik, hilf ja. Maxi, der ist direkt hier nebenan. Nicht mehr lange, ich schwör's dir.